Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier bei mir zu Hause. Mein Name ist Nick und das ist Rev von Nick and Rev, das neue Zauberduo aus Wien. Wie fast alle anderen Künstler haben wir auch keine Auftritte, das heißt, es ist fast alles gestrichen bis Herbst. Dadurch entstehen natürlich auch finanzielle Engpässe und deswegen würde man sich manchmal wünschen, dass man tatsächlich zaubern kann. Die einzige Chance, wie wir zaubern können, wie wir unser Publikum verblüffen können, ist über die Kamera. Zum Beispiel eben hier einen kleinen Rubik's Cube, sozusagen ein Zauberwürfel auf Deutsch, ja? Und den kann man eben auch beliebig oft verdrehen. Nennt mich verrückt, aber ich liebe es, meinen Kaffee mit Smarties zu trinken. Ungefähr so schaut es dann aus, aus einem Rubik's Cube auf einmal Smarties werden. Oft werden wir mal gefragt, wie gehen wir mit dieser ganzen Corona-Situation um? Naja, ganz einfach, Auftritte haben wir leider zurzeit keine, aber wir können diese Situation nutzen, um neue Kunststücke zu lernen, beziehungsweise an unserer Fingerfertigkeit zu arbeiten. Oder eben auch an unserer neuen Show zu schreiben. Zeitlos. Zaubershow zwischen den Zeiten. Infos kommen bald. Ja, aber natürlich müssen wir Magier auch Rechnungen bezahlen. Ganz klar. Und die bezahlen wir am liebsten mit Magie. Ich zeige euch, was ich meine. Ihr nehmt eine Rechnung raus aus dem Geldbörsel, zeigt die einmal her von beiden Seiten, faltet sie einmal auf, einmal hier, zeigt auch die andere Seite, einmal da, faltet sie einmal, noch einmal und noch einmal, eine magische Bewegung und schon verwandelt sich diese Rechnung in einen 50-Euro-Schein in Geld, ja. Aber das kommt dann wieder zurück in die Geldbörse. Ja, und für die, die sich schon immer mal gedacht haben, als Kind vielleicht das Unmögliche möglich zu machen, habe ich ein kleines Geschenk für euch. Ich erkläre euch hier und jetzt einen kleinen Kartentrick, den ihr sofort zu Hause nachmachen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Kartenspiel. Okay, ein Kartenspiel und in diesem Kartenspiel befinden sich drei Spielkarten. Ihr könnt jede Karte nehmen, die ihr wollt. Einmal die Herz-Dame, der Joker und die Pik 8, in meinem Fall. Okay? Auf eine von diesen drei Karten malt ihr ein großes X auf die Rückseite. Nur auf eine. Okay? Auf die Kartenschachtel, auf der Rückseite der Kartenschachtel schreibt ihr Pik 8. In diesem Fall eben bei mir. Wenn es jetzt bei euch die Herz 4 ist, schreibt ihr Herz 4 hinten drauf. Okay? In der Kartenschachtel drinnen ist eine kleine Vorhersage, ein kleiner gefalteter Zettel, wo drauf steht, du wirst die Herzdame nehmen. Ja, oder der Zuschauer wird die Herzdame nehmen. Okay? Den faltet ihr noch einmal und gebt ihr wieder zurück. Das müsst ihr machen, bevor ihr diesen Trick vorführt. Okay? Dann kommen die drei Spielkarten zurück in die Schachtel und dann geht ihr zu Family, Freunden, Zuschauern hin und sagt, ich zeige euch einen Kartentrick mit drei Spielkarten. Okay? Und dann sagt ihr zum Zuschauer, in eurem Unterbewusstsein habt ihr euch jetzt schon für eine Spielkarte entschieden. Okay? Das kann der Joker sein, das kann die Pik 8 sein oder die Herz-Dame. Die meisten Damen nehmen sehr gerne die Herz-Dame. Viele nehmen aber auch den Joker, weil es eine sehr einzigartige Karte ist. Oder die Pik 8, weil sie einfach für sich allein steht. Ja? Ganz egal, welche Spielkarte der Zuschauer nennt, ihr wisst immer sofort, wo eure Vorhersage platziert ist. In diesem Fall, wenn der Zuschauer sagt, ich nehme den Joker, sagt ihr, das ist aber interessant, weil der Joker ist nämlich die einzige Spielkarte, die hinten ein X drauf gezeichnet hat. Ja? Falls der Zuschauer sagt, ja, ich nehme die Pik 8, sagt ihr, das ist aber interessant, weil auf der Rückseite der Kartenschachtel habe ich eine Vorhersage gemacht. Die Pik 8 stimmt tatsächlich überein. Natürlich zeigt ihr nicht den Joker dann, ja, sondern nur eben die Vorhersage. Falls der Zuschauer aber sagt, ich will die Herzdame haben, sagt er, das ist aber interessant, weil in der Kartenschachtel drin befindet sich eine kleine Vorhersage. Ein kleiner gefalteter Zettel. Und wenn ich den einmal auffalte, steht da drauf, du wirst die Herzdame nehmen. Okay? Das ist das Kunststück, was ich euch erklärt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das könnt ihr sofort mit jedem Kartenspiel und jeder Kartenschachtel zu Hause vorführen und üben. Ganz wichtig, üben, üben, üben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook.
unter Nick and Rev oder www.nickandrev.com, damit ihr vielleicht ein bisschen was von den Proben mitbekommt, und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann im Herbst oder im Winter sehen werden. Eine Sache haben wir noch vergessen. Ja, und zum Schluss haben wir, Nick and Rev, noch eine kleine Botschaft für euch zu Hause. Und zwar bleibt